Hallo und herzlich willkommen zu Just Feel It, die etwas andere Meditation. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die mich persönlich sehr bewegt hat. Und zwar ist das letztes Jahr passiert. Da hatte ich die Möglichkeit, für ein paar Stunden an einem See zu sein. Und der See war wunderschön, es war ein kleiner See und ich war auch fast alleine dort und beobachtete so die Schmetterlinge, die dort rumflogen. Es waren unheimlich viele schöne Schmetterlinge da. Und ja, mit einem Schmetterling habe ich sogar so ein bisschen Zeit zusammen verbracht, sagen wir mal so. Ich habe ihn beobachtet und ja, wir sind uns dann so über die Zeit immer vertrauter geworden. Und ich habe dann auch am nächsten Tag ein Gedicht über ihn geschrieben. Und davon handelt die heutige Meditation. Aber was noch viel eindrucksvoller war, möchte ich euch auch erzählen. Einen Tag später war ich dann an einem anderen See und da waren wieder Schmetterlinge. Und ja, ich habe wieder angefangen, diesen einen Schmetterling mir rauszusuchen, den ich dann beobachtet habe, mit dem ich mich dann so ein bisschen angefreundet habe. Und ja, das, was dann kam, war wirklich eine krasse Erfahrung. Auf einmal kam nämlich von oben eingeflogen, zwei, drei Vögel, schwarze, nicht so große, aber bedrohlich aussehende Vögel in dem Moment, die runtergestürzt sind auf den Schmetterling und von einem auf den anderen Moment war mein Schmetterling nicht mehr da. Er war einfach geschnappt worden, gejagt, aufgefressen, mitgenommen, wie auch immer, vom Erdboden verschwunden. Und das war so ein krasser Moment für mich. Ja, wo mir richtig klar wurde, dass von jetzt auf nun alles vorbei sein kann. Und ich war so dankbar dafür, dass ich den Tag vorher die Zeit so genutzt habe und ganz bewusst diesen Schmetterling angeschaut habe, mich so in ihn hineinversetzt habe. Ja, so fast eine kleine Beziehung mit ihm aufgebaut habe. Dass das natürlich so ein bisschen Trost war, dass ich die Zeit vorher hatte, aber es war schon sehr bewegend und erschütternd, das zu sehen, wie 2, 3 Meter von mir entfernt dieser Schmetterling einfach vom Boden verschwunden war. Deshalb lade ich euch jetzt ein, ganz besonders tief vielleicht in diese Meditation einzutauchen, in das Land der Schmetterlinge. Nehmt einmal 2, 3 tiefe Atemzüge mit mir zusammen. Mit einem langen Ausatmen. Beim Ausatmen darf dann alles gehen. Jeder Gedanke darf ziehen, der vorher vielleicht noch da war und wichtig war. Er ist jetzt unwichtig in diesem Moment. Auch das, was jetzt später sein wird, braucht uns im Moment gar nicht zu interessieren. Brauchen wir nicht dran zu denken. Wir sind einfach nur mit unserem Atem in diesem einen Moment jetzt. Spüren, wie uns die eingeatmete Luft durchströmt. Durch die Nase fließt unsere Luftröhre entlang beim Einatmen und in die Lunge hinein. Wie sie weiterfließt in unseren Bauch, durch unsere Hüfte, in die Beine hinein. Spüre einmal in deine Füße und fühle den Kontakt deiner Fußsohlen mit dem Boden. Jetzt nimm nochmal deinen gesamten Körper wahr. Atme wieder lange aus. Lass alles los, jedes einzelne Körperteil darf jetzt weich werden. Du hast jetzt einfach nur
ein paar Minuten Zeit für dich und meine Geschichte. Im Land der Schmetterlinge. Es gibt ein Land auf dieser Welt, das manchmal uns weit weg erscheint und manchmal auch ganz nah. Es ist das Land der Schmetterlinge. Für meine Reise dorthin brauche ich keinen Koffer. Auch meine Schuhe ziehe ich nicht an. Ich nehme nur mich und meinen wachen Geist mit auf den Weg. Auf den Weg zum See. Ich setze mich nieder an sein Ufer, von der Erde angezogen, die eine Decke aus weichem Gras unter mir ausgebreitet hat. Bienen summen. Kinder lachen in der Ferne. Etwas platscht ins Wasser. Ein Frosch? Es riecht nach dem besten Duft, den die Erde zu verschenken hat. In mir regt sich der Wunsch, meine Augen zu öffnen. Ganz weit. Scharf zu sehen. Echt und bunt. Was ich bisher nur erahnen kann. Mein Blick fällt auf einen jener Schmetterlinge, wie man sie als Kind gemalt und manchmal auch gefangen hat. Magisch zieht er zunächst meine Augen an und dann meinen ganzen Körper. Ich habe das untrügliche Gefühl, ihn zu kennen. Wir sind uns vom ersten Moment an vertraut. Er sitzt ganz ruhig auf einer Blume, als würde er schlafen. Seine Flügel nach oben gefaltet. Die dünnen Beinchen unbeweglich. Seine Fühler wie ein dünner Faden zu einem Bogen gespannt. Am Ende ein Stecknadelkopf. Sein Körper hingegen fast pompös, prall und aus weichem Samt geschaffen. Ein wenig zitternd zeigt er sich mir. Mit Zurückhaltung. Bescheiden, sanft. Sein Äußeres spiegelt mir jede Stufe von Grau. Wie ein wunderbar verheißungsvoll geknüpftes Tuch. Unbemerkt sind wir uns plötzlich so nah. Nur wenige Zentimeter trennen uns voneinander. Jetzt beginnt er sich mir zuzuwenden und zu zeigen, der Schmetterling. Er dreht sich im Halbkreis, Schritt für Schritt mit seinen filigranen Beinen. Wie eine Kompassnadel in meine erwartende Richtung. Tiefe Dankbarkeit. Und das Gefühl von unendlicher Verbundenheit steigen in mir auf. Jetzt zeigt er mir, was es heißt, in ein tiefes Farbenmeer eintauchen zu dürfen. Er öffnet seine einladenden Flügel und verschenkt seine majestätische Schönheit an mich. Und ich? Ich fühle mich auserwählt von ihm. Für einen Moment
steht die Zeit still. Ich wache auf, als er fröhlich tanzend in der Luft einen Kreis um mich zieht. Vor so viel Leichtigkeit mit seinem Flügel meine Nasenspitze streichelt. Wir haben uns gegenseitig gezähmt, heute, in diesem Moment. Er wird für mich immer dieser eine Schmetterling bleiben. Und ich werde für ihn immer dieser eine Mensch bleiben. Wo immer wir auch sind, wir sind in Freiheit verbunden. Danke, Schmetterling, dass ich mit dir sein durfte. An jenem Tag am See. Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei warst und meiner Geschichte gefolgt bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen ins Fühlen bringen und in den jetzigen Moment. Vielleicht hast du Lust, in den Kommentaren zu schreiben, wie es dir ergangen ist während der Geschichte, was du fühlst, vielleicht auch im Moment. Vielleicht hast du auch eine Idee für mich, für die nächsten Geschichten. Schreib mir das sehr gerne, ich freue mich darüber. Und noch mehr freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Just Feel It. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss.